Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg musste der siegreiche Norden ein großes Kontingent seiner Truppen dazu verwenden, Renegate-Soldaten der Südstaaten zu jagen. Diese hatten sich zu Banden zusammengeschlossen, die von Überfall, Raub und Mord lebten. Eine der gefährlichsten Banden wurde von einem skrupellosen Mann namens Machado angeführt. Der gefürchtetste Verfolger der Banden war Captain Jeff Madison. Scheißkrieg. Er ist zu Ende und doch nicht zu Ende. Je mehr man abknallt, desto mehr kommt zum Vorschein. In den 4 Jahren ist meine Kehle von Staub so ausgetrocknet, dass ich nicht mehr spucken kann. Du brauchst nur Machado zu fangen, dann kannst du heimreiten. Captain, habe ich Ihnen schon erzählt, dass meine Farm an einem schönen Fluss liegt? Sergeant, Augen auf. Das ist ein guter Platz für den Hinterhalt. Ja, Sir. Also am Fluss, hä? Ich wette, wenn du zu Hause bist, gehst du nie wieder weg. Da schwöre ich dir. Es geht nichts über ein schönes Heim. Wenn ich nach Hause komme, dann saufe ich erstmal den ganzen Fluss aus. Mann, der Gedanke daran, der macht mich schon ganz durstig, das kann ich euch sagen. Hier, trink einen Schluck, das bringt dich auf andere Gedanken. Danke, Captain. Schon gut, kommt. Und geht in Deckung. Ja.
Sergeant Cutter! Geben Sie mir Feuerschutz! Sie beschützen. Amen. Die haben jetzt alles hinter sich, Sergeant. Und wir halten wieder zum Fort Mason zurück. Für uns geht der Krieg weiter. Also los. Haben Sie das Todesurteil meiner Freundin unterzeichnet? Haben Sie das getan? Los, raus mit der Sprache, Major. Ich spreche nicht mit Gesindel, Mister. Ich rate Ihnen, nehmen Sie Vernunft an. Ich kann sehr ungemütlich werden. Sie sind genauso Soldat wie ich, Major. Und für den Süden hätte ich jederzeit das Leben geopfert, verstanden? Aber der Krieg ist lange beendet. Ganz recht. Aber Sie haben das Pech, dass er für Sie noch nicht zu Ende ist. Und jetzt will ich wissen, ob Sie unterzeichnet haben! Ja. Das ist schon besser. Bestimmt haben Sie es sogar mit dieser Tinte getan, hä? Wenn Sie Tinte so sehr lieben, dann trinken Sie sie jetzt. Schmeckt besser als Whisky. Die Farbe wird Sie hoffentlich nicht allzu viel stören. Ich muss mich entschuldigen, es ist leider nur ein Gläschen da. So, Major, jetzt zeige ich Ihnen was. Meine Leute. Wir haben sich für Sie aufgebaut, Major. Knie zusammen, Brust raus. Bauch rein! Kopf auf die Erde, Soldaten! Habt ihr nicht gehört, was der Sergeant gesagt hat? Was ist denn das für eine schlappe Haltung, hä? Du auch! Kopf auf die Erde! Befolgt ihr so meine Befehle? Ihr lernt mich noch kennen. Los, runter mit dir! Na los! Jetzt bald! Sehen Sie mich nicht so dämlich an. Dafür werden Sie gehängt. Das hier, das waren alles meine Freunde. Sie wurden umgebracht, weil Sie es befohlen haben. Sie und Ihr verdammter Captain Madison, ihr Schweine. So habt ihr auch meinen Bruder umgebracht. Sie sind ein Mörder und eines Tages hängen Sie, Machado. Dann werden Sie büßen für die vielen Verbrechen, die Sie begangen haben.
Tor ist offen, Sir. Ja, merkwürdig. Da stimmt was nicht. Willkommen, Captain Madison. Wer ist das? Keine Ahnung. Dem Mann bin ich noch nie im Leben begegnet. Vorsicht, Captain! Jetzt hört der Spaß auf, Madison. Der Krieg ist vorbei, Machado. So? Wir haben Madison geschnappt. Und wo ist er? Draußen. Hm. Nimm ihn dir vor. Irgendein Wunsch? Hm. Für Captain Madison, da hätte ich was. Er muss eine Spezialbehandlung haben. Er war schließlich einer der Besten. Wie fühlt man sich denn so, Madison? Oh, anscheinend wieder gut. Prima. Dann kannst du unsere lieben Spielchen besser genießen. Oh, unbequem, was? Tut mir leid. Kennst du das hier, Madison? Wir wollen dir zu Ehren nämlich eine kleine Party veranstalten. Ein ganz besonderer Anlass. Wir haben darauf über ein Jahr gewartet. Wir möchten dir heute unseren Dank abstatten im Namen unserer Freunde, die du umgebracht hast.
Was hast du lieber? Willst du allein sein, wenn wir anfangen? Oder sollen deine Soldaten die Feier mitmachen? Die Entscheidung scheint dir schwer zu fallen. Ich will allein sein. Lass sie laufen. Ihr habt gehört, was der Captain gesagt hat. Bringt sie raus. Er will allein sein. Na los. Macht schon, sonst mache ich euch Beine! Dreckig stinkt hier! Was ist los, Madison? Du wolltest doch unbedingt allein sein. Nichts mehr zu ändern. So, nun zeig mal schön, wie du lachen kannst, hä? Das ist für Riva, für George. Und das ist für Hill Benson. Das ist für Red Buddy. Das ist für Beck Geier. Kugeln in deiner Schnauze können leicht losgehen, also weich schön aus. Komm her. Adios, Captain Madison. Ruhe in Frieden, Madison. Quincy, es wäre doch wirklich schade. Er leidet viel zu schön, um ihn jetzt schon davon zu befreien. Komm, los! Höher! Thank you.
Als 2 Jahre konnte Machado mit seiner Bande ungestört im Lande morden und plündern. Pechsträhne. Oh, Sheriff, wie geht's? Hä? Oh, danke, gut so. Für das Aufbringen der Rebellen meine $10,000 Belohnung, tot oder lebendig? Mann, oh Mann, wisst ihr, was ich tun würde, wenn ich den Zaster hätte? Eine tolle Party würde ich geben und das halbe Land einladen. Hey, Sheriff, verteilen Sie auch Bilder, damit wir wissen, wie die Brüder überhaupt aussehen? Der Mist ist, dass keine Beschreibungen existieren. Alle, die mit der Bande zu tun hatten, sind tot. Tagchen, Rick. Hey, ich bring dir dein Päckchen. Auf das wartest du doch. Klappt ja wenigstens etwas heute. Was ist denn los? Ach, ich meine diese verfluchten Karten hier. Ich versuche es schon den ganzen Tag. $10 fürchte ich. Ja, stimmt genau, $10. Dass die Post den Hals doch nie voll genug kriegen kann. Das Päckchen ist ganz schön schwer. Oh, da darf ich frei. Für die Sonderzustellung könnt ihr sogar noch mehr berechnen. Ja, ich will nicht groß handeln. Hier, du bist zwar ein Stinktier, aber ein guter Postbote. Wir sind smart.
Er muss eine Leiche es ja verdammt eilig haben, um unter die Erde zu kommen. Hier sollen wir warten. Hey, raten Sie mal, was in dem Koffer da ist. Dazu habe ich keine Zeit, Sir. Dynamit. Sagen Sie das nochmal. 60.000 Mäuse, reines Gold. Ein Haufen Geld, den Sie damit sich herumtragen, Sir. Ich will es hier deponieren. Tut mir leid, schon geschlossen. Dann schließt du eben wieder auf. Das sind Lohngelder der Union Pacific in dem Koffer. Kommen Sie morgen wieder, Sir. Soll das heißen, dass Sie mein Geld heute nicht mehr annehmen wollen? Augenblick, sehen Sie sich mal die Gesichter dieser Typen an. Die wissen, dass ich Geld bei mir habe. Ich mache mir Sorgen. Hey, junger Mann, hör gut zu. Ich mache gleich kurz einen Prozess mit dir, klar? Und jetzt will ich mich mit deinem Boss unterhalten. Ja, Sir. Ja, Sir. Hier lang, bitte. Genügt Ihnen das alles? Ja, Sir. Herein! Kein Wort und keine Bewegung. In Ordnung, Fremder, her mit dem Zeug. Union Pacific Lohngelder, hä? Seht euch das an, Jungs. Kein schlechter Fang, was? Safe öffnen. Kommen Sie schon. Na, wird's bald? Ach, Sie wollen mir das überlassen, hä? Ja. Wenn Sie nicht sofort öffnen, Mensch, dann mache ich Sie kalt. Sie töten mich nicht. Was sagt ihr zu dem? Wie kommen Sie denn auf die Idee? Der Sheriff hat sein Büro nebenan. Er würde den Schuss hören. Da haben Sie natürlich recht, Mann. Dann muss ich eben ein bisschen leiser sein. Nein, nein, nicht. Diego, das Signal. Wo willst du denn hin? Ich gehe da rein. Nein, das tust du nicht. Wieso nicht? Weil ich gerade jetzt unbedingt wissen möchte, was das da an der Wand bedeutet. Aber können Sie den nicht lesen? Natürlich kann ich das, aber ich habe meine Brille zu Hause gelassen. Jeder, der eine unserer Aktien erwirbt, wird zum Mitbesitzer der Union Pacific Eisenbahngesellschaft. Erklär das näher. Wenn man nur eine einzige Aktie kauft, ist man Mitbesitzer der Union Pacific. Sie ist die berühmteste Eisenbahngesellschaft der Welt. Weißt du, was damit los ist? Nein. Das ist glatter Diebstahl. Diebstahl? Diebstahl.
meistens leer, Marcello. Gib das Signal. Los, fahren wir. Muss es genau sein. Halt an, ich gebe das Zeichen. Da ist er schon, alles klar. Er torkelt ja. Er ist besoffen. Das wäre nicht das erste Mal. Ich hoffe, dass der Idiot nicht zu besoffen ist, sonst wissen wir nicht, wie es weitergeht. Wenn der fällt, kann er sich das Genick brechen. Hilf ihm, gemein. Scheiße. Bill, nimm dich zusammen. Steig erst mal ab, ja? Der ist umgelegt. Wir hauen lieber ab. Das Gold. Du brauchst nur zu reden. Dann hören wir damit auf. Ich kann nichts sagen, ich weiß doch gar nichts. Er hat mir von hinten ins Genick geschlagen, dann muss er mit dem Wagen weggefahren sein. Oh.
Du lügst, du Hund. Mach das Maul auf, ich will wissen, wo es ist. Du hast mitgemacht und weißt was. Nein, ich weiß nichts. Ich war bewusstlos. Ich habe den Mann nicht gesehen. Als ich zu mir gekommen bin, habt ihr vor mir gestanden. Jack, ich bin dein Freund, komm. Pass mal auf. Es bricht mir das Herz, wie sie dich behandeln. Also raus damit, komm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir legen ihn ein bisschen aufs Bettchen. Ich sage die Wahrheit. Ich sag doch die Wahrheit. Bitte schlagt mich nicht mehr. Nun red schon, Jack. Sonst wollen die Weiber nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich kann nur sagen, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, wo das Gold ist. Ich habe es nicht. Ich habe nur getan, was ich tun sollte, ehrlich. Ich weiß nicht, warum er mich nicht auch umgelegt hat. Es ist die Wahrheit! Ich kann doch nicht sagen, was ich nicht weiß! Ich fürchte, jetzt wirst du doch noch singen. Wetten? Ich glaube, das war nichts. Ihr könnt die Decke nehmen. So, Jungs, jetzt hört mir mal genau zu. Ihr alle verbringt die nächsten Tage mit der Suche nach dem Gold. Wie sollen wir das denn anstellen? Ganz einfach, es sind alles frisch geprägte Münzen. Also verteilt euch und bringt mir mein Gold zurück, ihr Idioten! Worauf wartet ihr noch? Irgendjemand muss das Gold geschnappt haben. Vielleicht jemand, der dich hasst und dir eins auswischen will. Red nicht so einen blöden Quatsch. Es gibt keinen Grund, mich zu hassen. Ich bin doch von Natur aus ein liebenswerter Mensch. Dann ist es sicher ein Mann, der keine Angst vor dir hat, hm? Thank you.
Machen Sie doch auf! Captain, alles in Ordnung? Machen Sie auf! Es ist ja offen. Du sollst mich nicht mit Captain anreden. Entschuldigung, Captain. Ich meine Jeff. Ich bin alter Soldat und für mich bist du immer noch der Captain. Du musst dich eben dran gewöhnen. Okay, Sword? Ja, ja, wir können uns keinen Fehler leisten. Denke mal dran. Ja, Sir. Jeff. Ich schätze, dass ein paar Figuren auf diesen Karten für dich nicht mehr existieren. Aber das Pegasus ist immer noch da. Ja, er lebt noch. Aber seine Stunde hat er auch geschlagen. Ich habe den Köder schon gelegt. Ich werde ihn weiterködern und er holt sein Gold. Wetten? Du hast Schwein, dass du noch am Leben bist, das weißt du. Was für ein Zufall, dass die Indianer dich noch rechtzeitig entdeckten. Suana. Ja, Suana. Sie liebt mich. Ohne sie wäre ich elend verreckt. Mein Äußeres konnte sie zwar heilen, aber innen bin ich noch kaputt. Ich will nur Rache. Wenn du die Sache hinter dir hast, wirst du anders denken. Ich hab was für dich. Sie muss gereinigt werden. Ich treffe trotzdem nichts. Überlass alles dem alten Sword und du triffst todsicher. Whisky. Hey, wo ist das Wechselgeld? Sie sind gut. Ein Whisky kostet einen Dollar. Das ist Gold. Wie der hier. Ich werd verrückt. Das ist wirklich Gold. Entschuldigen Sie, das habe ich übersehen. Hier. Kennen Sie diese Münze? Sieht aus, als wenn sie aus Gold ist. Ist sie auch. Gut. Wo haben Sie die her? Ich spiele Karten. Schönes Gold, hä? Ich habe das dumme Gefühl, dass Sie lügen, amigo. Ich muss mal nachdenken. Ach ja, ich habe das Zeug in einem Sarg gefunden. Amigo. Das ist das Geld aus einer Bank. In Särgen ist selten Geld, amigo. Okay, amigo. Übrigens, Sheriff, wie lange bleibe ich hier eingesperrt? Das wird der Richter entscheiden. Jedenfalls nicht vor morgen früh. Den musst du ständig kontrollieren. Das ist bestimmt ein schwerer Bursche. Sie können sich auf mich verlassen. Gute Nacht. Nacht.
So, der sitzt jetzt. Sheriff Jackson aus Dry Creek. Wir haben einen Gefangenen für euch. Los, macht auf! Komm ja schon. Immer mit der Ruhe. Hier ist keine Sau. Der Sheriff hat ihn aber hergebracht. Du hast weiße Mäuse gesehen. Vielen Dank, dass ihr mich befreit. Amigos. Jeff Madison. So ist das Leben. Wir haben gedacht, du wärst im Fort verreckt. Da muss der Teufel im Spiel gewesen sein, aber jetzt hast du Pech. Reden wir nicht lange, du wirst es ja erleben. Reiß dich zusammen, Captain. Lass doch keine Haltung. Du tust dem armen Captain ja weh. Wir müssen uns entschuldigen, Captain Madison. Es wäre schade, wenn Sie uns für böse Menschen halten. Ein ganz einfacher Vorschlag. Sie sagen uns in aller Ruhe, wo das Gold ist, und dann trinken wir ein. Auf dem Friedhof. Was für ein Friedhof? Was für ein Friedhof? Ich meine den, der auf euer Knochen wartet. Sehr witzig. Oh. Sieh dir das an, Madison. Und nun sing mal. Wo ist es? Du hast es versteckt. Mach das Maul auf, Madison. Maul auf. Wo ist das Gold? Wo ist das Gold, Madison? Jetzt verlierst du mehr als deine Hand, Madison. Sei vernünftig, Mensch, rede! Ich mach dich kalt! Aufhören, Quincy! Aufhören! Kalt machen! Was soll der Blödsinn?
Wenn dein Spatzengehirn doch mal denken lernen würde. Wie sollen wir das Gold finden, wenn der Mann tot ist? Das Gold ist wichtig, sonst nichts. Das nächste Mal hörst du auf mich. Wir wollten nur seine Zunge ein bisschen lockern. Na und? Er hat nicht geredet. Jetzt kann er nicht reden. Wenn ihr Befehle nicht befolgt, schmeiße ich euch raus. Alle! Das ist Jeff Madison. Er ist kein gewöhnlicher Mensch und er hat unser Gold. Wir können es nur finden, wenn er lebt. Kapiert ihr das endlich? Alles in Ordnung, Marion? Mir auch. Du weißt, was du zu tun hast. Ich mach da schon keine Angst. Du musst doch am besten wissen, wie ich auf Männer wirke, oder? Captain Madison. Captain Madison, ich bin es. Marion. Sagen Sie, haben Sie noch große Schmerzen? Warum interessiert Sie das? Mich haben die ebenso behandelt. Das glaube ich nicht. Sie spielen da hier die Hausfrau. Quincys Tätowierung. Wir beide würden ein gutes Paar abgeben. Die essen gerade. Deshalb bin ich raufgekommen. Ich will Sie befreien. Hoffentlich können Sie reiten. Sie müssen schnell handeln, wenn Sie fliehen wollen. Die Pferde stehen gesattelt hinterm Haus. Kommen Sie schnell. Alles klar. Run away. Keep on moving down out of sight. Die Luft ist rein. Reiten Sie den Weg ums Riff. Los, schnell. Just one friend could betray you, boy. I know something, and I think it's clear. Run, boy, hide your track before he gets too near. Keep on running, never give away where you're hiding or what you plan. Look, there's someone close behind, boy, that man. Woo! That man. You better run. That man. Thank you.
Okay, Machado. Diesmal werden wir uns treffen, wo ich will. Komm zu Hause, Captain Madison. Hat alles hingehauen? Ja, das Wort, es hat. Machado rennt wie ein Blinder in die Falle. Seine Zeit ist gekommen. Wie klingt das in deinen Ohren? Herrlich. Bin nur traurig, dass ich nicht mitgehen kann. Das ist meine Sache. Ganz allein. Na ja, ich kann dir doch nachhelfen. Du hast genug geholfen. Ich würde gern dabei sein. Nein, danke, Sword. Hals und Beinbruch, Captain. Da kommt er. Runter. Jetzt ran. Er ist weit genug weg. Joe, du gehst mit mir. Verschwindet oder euer Bauch kriegt ein Loch. Ha, mit dem Ding willst du uns Angst machen? Das habe ich selbst gemacht. Wenn du eine Probe haben willst, komm doch her. Ich glaube nicht, dass das Ding losgehen kann. Du spielst ja bloß den Starken. Die Friedhöfe sind voll von Ungläubigen. Na nun komm, Opa. Leg das Ding weg und lass deine blöden Sprüche. Ich warne euch, ihr Drecksäcke. Entweder ihr verschwindet oder ich lege euch um. Verdammter Mist.
seid verrückt. Ich habe eine Erfindung gemacht. Chef, ich bin's! Ich hätte dich umbringen können. Was machst du hier? Ich habe gesagt, du sollst die Stadt verlassen. Warum hörst du nicht? Ich gehe nicht weg. Ich liebe dich. Ich will nicht, dass du hier bleibst. Es würde für dich viel zu gefährlich werden. Suana! Ist noch jemand bei dir? Er war ein Freund meines Vaters. Er ist sehr schwer verwundet. Ich glaube, er braucht was zu trinken. Hier, nimm es. Vielleicht hilft das ein bisschen. Ist der alte Mann tot? Ja. Warum bist du hier? Wartest du auf jemand? Ja. Und du weißt genau, auf wen. Mein Vater hat einmal gesagt, er hat seinen Arm verloren. Aber er lebt wenigstens. Du siehst, dass ich meine Arme noch habe. Und verlass dich drauf, ich werde sie benutzen. Halt dich daraus. Das kann ich nicht. Was ist hier passiert? Die Rebellen waren hier. Ich habe geschrien, was wollt ihr? Der Krieg ist längst vorbei, aber... Sie haben nur gelacht, du kennst sie ja. Warum hört dieser fürchterliche Krieg nie auf, Jeff? Sie haben meine Mutter und meinen Vater ermordet. Ich bin nur davon gekommen, weil ich mich versteckt hatte. Alle, die sonst noch überlebten, sind verschwunden. Wer weiß wohin. Ich schulde dir mein Leben, Suana. Weil ich nur einen Wunsch hatte. Immer in deiner Nähe zu sein. Dein Leben ist zu wertvoll. Ich kann dich nicht an mich binden. Oh.
Wo steckt er? Da unten in der kleinen Stadt. Ein gutes Versteck hat er sich gesucht. Und da liegt doch unser Gold, wetten? Endlich sind wir am Ziel. Aber nicht vergessen, er ist mit allen Wassern gewaschen. Ja. Ich nehme an, dass er sich einiges überlegt hat. Und er wird kämpfen wie ein weitwundes Tier. Also, ich nehme Quincy und James. Paul, du nimmst die anderen. Du weißt, was zu tun ist. Dann mal los. Jetzt gilt's, Madison. Das ist doch unser Wagen. Da muss auch irgendwo das Gold sein. Da ist unser Gold. Jungs, das ist es. Ich hab's zuerst gesehen. Ich krieg am meisten, klar? Kommt, Männer, das Gold gehört jetzt alles unser! Es ist Gold, Gold, das gehört alles unser! Ich bin doch verrückt! Aber ich krieg das meiste! Ich hab's gefunden, ich hab's gefunden! Oh, Gold! Für Gold kann man die ganze Welt kaufen! Ich krieg das meiste, ich hab es entdeckt! Ja, und was ist mit uns? Ja, ihr kriegt auch was. Gib das hier, wird alles verteilt! Hallo, Diego! Verflucht! Du bist ja auch noch da. Jetzt kannst du beten lernen. Das Aas. Den müssen wir jetzt endlich umlegen. Ihr geht da lang. Kommt, wir hier lang.
darüber. Da ihr zwei! Diego. Und nun seid ihr dran. Ich weiß, dass du da drin bist, Madison. Komm raus! Thank you.
Endlich, Machado. Ja, und jetzt werde ich das Gold allein haben. Captain Madison. Zeig mir, wo es ist, Captain. Es ist gleich hier. Geh, ich bleib hinter dir. Anscheinend hast du es dir überlegt, hä? Oh, Krüppel! Jetzt sind wir soweit, Machado.
blöde Lachen wird dir bald vergehen. Ich kenne keinen Menschen, der pathetischer ist als du. Ich habe deine beiden Patronen aufgehoben. Mit denen werde ich dich erschießen. Und wie willst du das machen ohne Schusshand, hä? Dazu genügt dein Revolver. Ich brauche meine Hand nicht. Das wäre ein Ding. Ein Krüppel schießt ohne Hand. Du stirbst gleich, also lache ruhig noch. Ich gebe dir sogar noch eine Chance. Wir werden ziehen. Du hast einen Fehler gemacht, Machado. Du hattest vorhin die Chance, mich umzulegen. Und jetzt wirst du mich erschießen mit drei steifen Fingern an einer krüppligen Hand? Das ist dein letztes Lachen gewesen. Ich warte, jetzt geht's, Machado.